Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit Talanor4711. Ja, genau. Ich wollte gerade, ich habe nämlich das andere Video, was ich eben erstellte, gerade in Bearbeitung, habe vergessen, mich auszuloggen. Und vielleicht geht's jetzt noch. Na, jetzt geht's. Schade. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Ich wollte mich nämlich gerade schlafen legen, damit es am nächsten Tag hier hell ist, und da habe ich festgestellt, es ging nicht und mir wurde angezeigt, da sich Monster in der Nähe befinden. Und eigentlich wollte ich euch das jetzt noch zeigen. Deswegen starte ich also auch eingeloggt. Seht ihr, da verbrennen jetzt diese Gestalten und die haben hier auch rumgeklappert. Deswegen konnte ich mich nicht schlafen legen. Die Hütte ist einfach zu klein. Ja. Genau. Und ich habe einfach noch Bock weiterzumachen. Deswegen also eine weitere Folge. Und ich würde sagen, ich baue eben eine Schaufel und dann können wir gleich loslegen. Ich hoffe, ich habe noch genügend Holz. Sieht nicht so danach aus. Nee, sieht's nicht. Also kann ich auch keinen Spaten bauen. Okay, das bedeutet, wir müssen zuallererst mit dem Schwert in der Hand und der Hand auf der Brust zum Walde gehen und etwas Holz hacken. Seht ihr, da ist noch ein fieser Gesell. Die fangen dann an zu brennen, wenn sie die Sonne berührt. Wenn die sich aber jetzt hier in einer Nische aufhalten und sich dort verstecken, dann kann es sein, dass sie über den Sonnenaufgang hinaus überleben und man da quasi nichts ahnend, pfeifend durchs Gehölst geht und dann auf einen Sonderling trifft, der einen. Ja, der einen einfach so von der Seite anhaut, das will man nicht. Also ich will es zumindest nicht und erschreckt mich dann auch gegebenenfalls. Und deswegen ist so ein Schwert immer ganz gut. Und deswegen Obacht, auch wenn es hell ist, ist manchmal dunkel. Zumindest noch, was angeht hier mit Skeletten und so. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist Eichenholz. Das Ziel ist also der heutigen Sendung. Sendung klingt schon so. Ja, aber ne, der heutigen Folge, dass ja, das Plateau weiter ausbauen. Das mag erstmal langweilig anmuten. Ehrlich gesagt, ist jetzt auch nicht das Spannendste. Aber so ist das eben in Minecraft. Ne? Es ist einfach ein Aufbauspiel und nicht immer actionreich. Es macht aber nichts, denn. Es macht Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, an dieser Stelle auch etwas Werbung für das Game, denn ich da, ehrlich gesagt, ich dachte immer, oh Gott, nee, also die grafische Meisterleistung, irgendwie interessiert mich die nicht und habe es dann nie ausprobiert und dachte auch, ja toll, da ein bisschen rumbauen und so ein bisschen da rumlaufen, da fehlt ja völlig die Action. Aber es ist. Ist ganz anders, als man denkt. Wie so vieles im Leben. Na, das ist ja oft so, da denkt man, oh nein, es gibt so ein cooles chinesisches Sprichwort, was mir immer gut gefällt, Spaten wollte ich, ne? Ja, Spaten. Und zwar sagt es, jetzt, ich bin gerade aus dem Konzept, weil ich dachte, habe ich jetzt auf Aufnahme gedrückt oder nicht? Die Sorgen eines Videos. Das Sprichwort besagt, manchmal läuft man vor einem Tiger davon und wenn man sich umdreht, ist es nur ein kleiner Hase. Und so ist es ja, vielleicht kennt das der ein oder andere, manchmal macht man sich viele Gedanken und auch nein und hier und da und bla. Und wenn es dann mal rum ist, dann war alles halb so schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt darauf komme. Ist auch egal. Hier wird weitergebaut jetzt. Aber auf dem Grat. Nee, ich will Wiese. Das wird jetzt mühselig. Denn wenn ich Wiese möchte, bedeutet das, ich muss diese Steine überall raushacken, damit es auch ordentlich wird. Ne? Und die Steine sozusagen durch gesammelte Erde ersetzen. Oh, hier ist ein Knochen. Wow. Ja.
Ich habe auch schon mal in einer Folge gesagt, ne, was ich in Erfahrung gebracht habe, war, dass man mit Knochen auch Wölfe fangen kann. Oder wenn man denen einen Knochen gibt, dann sind die ganz angetan und sagen quasi, das ist echt ein cooler Typ. Und den begleite ich jetzt, weil von dem bekomme ich ja einen Knochen und Essen und so. Und dann könnt ihr quasi mit dem auf die Pirsch gehen und mit dem jagen. Einem kleinen, kleinen Pixelhündchen, das euch begleitet auf Abenteuern. So steht es geschrieben. So ist es. So. Die erste Hacke gibt gleich den Geist auf, wie ich sehe. Ja, genau. So. Alles schön ausheben hier, damit wir gleich Erde einfüllen können. So, und hier noch. Was wohl auch geht, ist, wenn ich denn mal Eisen finden sollte und in einer Folge auf die Pirsch gehe, in diese Höhle dort hinten, dann kann man mit dem Eimer kann man Wasser schöpfen und wenn man dann Wasser geschöpft hat, dann kann man, wenn man ein Quadrat aushebt, also 2 mal 2 Kästchen, dann und da Wasser reinfüllt, 4 Eimer an der Zahl, dann bleibt das Wasser und füllt sich immer wieder auf. Man kann also quasi daraus schöpfen. Ich glaube, es geht auch, dass man damit ein Feld bewässern kann und es muss dann nicht quadratisch sein. Aber wie gesagt, das sind ja alles so Sachen, die weiß ich nicht hundertprozentig. Also außer das mit den das mit den Quadraten weiß ich schon. Also das stimmt. Aber jetzt mit dem Feld da, diese Geschichte, das weiß ich noch nicht. Ja, genau. Oh, guck mal hier. Hier ist noch die Kuh. Ich vermute ja, das ist die zahme Kuh. Ne? Die habe ich zwar in der letzten Folge aus Versehen einmal angehauen, hier so im Vorbeigehen. Aber die ist doch zahm, ne? Oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, sie schaut mich an, das tut sie ja auch gerade. Und ja, guckt mal hier, guckt mal hier. Das ist ja. Und da, jetzt, was ist jetzt los? Was ist los hier? Fühlt sich ein bisschen beobachtet, ne? Ja, schauen auch unwesentlich viele Leute gerade hin. Gut, da hinten noch, ne? Tarnholzschloss steht noch, sieht man nur nicht. Und hier, genau, hier waren noch Steine. Das wollte ich ja weiter abbauen, abtragen. Hier noch ein paar Steine raushauen. So, und hier und da. Das ist doch gut. Nein, da. Man könnte hier quasi auch einen Strand bauen, ne? Also ich könnte runter zum Wasser gehen und dann genauso wie ich es jetzt mache, das geht ein bisschen schneller mit Sand, könnte ich Sand sammeln gehen und den dann hierher setzen. Das wäre ein bisschen heller, aber ich mag irgendwie das Gras und das Grüne. Genau. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier alles ausgehoben und hier habe ich noch was vergessen. So. Kann man auch aufsammeln und hier kann man aufsammeln und hier und hier und hier. So, und jetzt seht ihr unten in der Leiste habe ich ganz viel Erde gesammelt. Die kann ich jetzt hier mit L2 schön reinhauen. Und das Gute ist, und das ist echt gut gemacht, finde ich, dass er jetzt einfach Erde und im Laufe der Zeit kommt da jetzt Grünfläche. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Das geht ja echt schnell. Bei Schnee dauert es auf jeden Fall länger. Ja, toll. Jetzt habe ich ja den. Der steht aber jetzt ungünstig. Das ist ja quasi ein Stolperstein hier. Und da kommt der schnelle Wechsel abrupt zur Schaufel. Zack. Und weg damit. Hier haben wir noch einen vergessen. Den da rein. Ja. Dann da.
Ne? Und das Prinzip wird, glaube ich, jedem deutlich und gerade die erfahrenen Minecraft unter euch, ihr wisst das natürlich. Aber, oh, der Hund, da unten läuft ein Hund, den versuche ich in der nächsten Folge mit dem Knochen zu fangen. Und dann läuft er halt immer rum. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den füttern kann, wie und was. Und aber den werden wir fangen bald. Da, auch der kommt sogar schon hier entgegen. Aber nein, ich gedulde mich bis zur nächsten Folge mit der Fangparade. Genau, erstmal hier schön die Erde wieder hinklatschen. Von Hü nach Hott. So. Jawohl. Und es wird es war. Oh, ist ja cool, oder? Ja. Nein, nein, ich zügele mich. Ich zügele mich und übe mich in Geduld. Belohnungsaufschub ist das Zauberwort. Ah, ich habe mich schon gewundert. Jetzt geht's hier. Jetzt geht's weiter mit der Erde. So, jetzt machen wir hier nochmal hoch. Guck mal, wie der zuschaut. Ja, ah, jetzt dackelt er ab. Da unten ist Lava, das ist ja auch cool. Wow. Die leuchtet schön im Dunkeln. Das ist ein richtig cooler Spot hier, finde ich. Also der bietet ja alles, ne? Eine Aussicht. Also eine gute Aussicht. Aussichten gibt es ja wie Sand am Meer. Und eine gute Aussicht und dann noch ein bisschen Lava, die im Dunkeln leuchtet. Die Hütte ist beleuchtet. Und der Mond steigt am Himmel empor. Die Kuh pfeift. Ja, da unten ist noch ein Hund. Ah, die Hunde mögen mich auch im realen Leben. Warum soll es hier auch anders sein? So. Jawohl. Ja, also genau, habe ich ja schon gesagt, das ist jetzt ein bisschen, dauert ein bisschen. Ich werde es hier ziemlich großräumig ausbauen, dass das alles schön wird. Ne? Im Grunde sieht es schon recht schön aus. Ist ein bisschen gefährlich, was ich jetzt hier mache. Ne? Es gibt hier fiese Creeper, die heißen die Creeper? Ich glaube ja. Die explodieren. Ne? Also die, wenn die euch sehen, dann, also die lauern natürlich gerade bei Nacht oder überhaupt bei Nacht und wo es dunkel ist. Und wenn die euch sehen, dann laufen die auf euch zu und explodieren. Und das ist erfahrene Minecraft-Recken nutzen das quasi, um in die Tiefe zu buddeln. Ja, die locken dann diese Creeper an und dann, ja, dann lassen sie die explodieren. Natürlich eine etwas bedrohliche Art und Weise zu buddeln. Die Geräusche werden mir gerade ein bisschen zu fies. Ich gehe jetzt mal rein wieder. Hört ihr dieses Zzt, Zzt? Das ist irgendwie ganz schön fies hier, so ein Zischen und dann. Weiß ich nie, ist jetzt hinter mir was oder nicht, oder kommt gleich was. Naja, wie ich sehe, also ist die Folge schon wieder zu Ende. Ja, wie gesagt, abonniert mich gerne. Ich freue mich sehr, dass die Videos ankommen. Ja, und neue Folge folgt. Das wird dann die Folge 005. Und bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und bis bald.